Hallo und herzlich willkommen auf Gnadenworte. Ich bin die Ilona und heute möchte ich davon erzählen, wie Gott mich geheilt hat von meinen Schmerzen nach der Fehlgeburt. Ja, ich habe bei meinem dritten Kind ein Erlebnis gehabt, wo ich abends im Bett oder eher gesagt nachts im Bett einen schwarzen Schatten gesehen habe. Ich dachte, ich träume. Ich bin dann irgendwann mal aufgewacht, indem ich gesehen habe, dass dieser Schatten mich angefangen hat zu würgen. Ich wusste nicht, was ich damit machen sollte. Ich habe geschrien. Mein Mann lag neben mir und hat gemeint, oh, was ist mit dir los? Ich war schweißgebadet und wusste nicht, was mit mir passiert ist. Dieses ist dreimal vorgekommen und beim dritten Mal war es anders. Das war wie eine, so eine Hand, die mich greifen wollte, die dann in mich reingegangen ist. Ich habe mir da nichts dabei gedacht groß. Ich bin in eine Gemeinde gegangen. Ich habe mir Hilfe geholt. Sie konnten mir aber nicht helfen. Sie kannten die Lehre nicht mit Finsternis, was dämonische Kräfte sind, was der Feind ist, was Satan ist, was man, wieso hat er die Möglichkeit, mir ein Kind zu nehmen. Ich habe es am Anfang nicht verstanden. Ich habe irgendwann nach einer Woche eine Blutung gehabt. Ich bin zum Arzt gegangen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, weil die ersten zwei Schwangerschaften waren ohne Probleme, was mein Unterleib anging. Und als ich dann zur Untersuchung ging, sagte mein Arzt mir, das Kind ist tot. Wir hatten es gerade der Familie gesagt, ich war im vierten Monat schwanger und ich bin auf dem Stuhl zusammengebrochen. Wie kann das nur passieren? Ich denke mal, wenn du dir das gerade anschaust, vielleicht hast du das Gleiche erlebt. Oder vielleicht hast du eine Fehlgeburt hinter dir und hast noch schwer daran zu knabbern. Ich habe lange dafür gebraucht, ich wusste nicht, wie man damit umgeht. Ich habe lange nicht erfahren, ob es ein Mädchen, ob es ein Junge ist. Ich bin nicht richtig damit klargekommen. Ich habe Gott um Hilfe gebeten, dass er mir hilft, das Ganze zu verarbeiten. Und hier möchte ich einfach jetzt erklären, wie er mir geholfen hat. Ich war lange unter einer Anklage, wo ich auch Gott angeklagt habe. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich kam einfach nicht damit zurecht. Meine Freundin hat versucht, mich zu trösten, aber es ging nicht. Der Schmerz saß ziemlich tief. Ich dachte, Gott hat mich vergessen. Kurze Zeit später bin ich wieder schwanger geworden. Ich hatte große Angst, ich musste viel liegen, ich hätte gar nicht schwanger werden dürfen. Und Gott hat mir trotzdem sehr, sehr viel Hilfe geschenkt. Es ist ein wundervolles Kind auf die Welt gekommen. Aber was habe ich damit gemacht, mit dieser Verletzung? Ich habe es Gott abgegeben. Ich konnte es nicht mehr. Es hat mich aufgefressen. Es war ein tiefer Schmerz, eine tiefe Wunde. Und eines Tages kam meine Freundin zu Besuch. Sie arbeitet im Beerdigungsinstitut und hat mich gefragt, als wir miteinander gesprochen haben, ob denn dieses Baby, was ich im Bauch mal hatte, beerdigt wurde. Ich schaute sie an und fragte, was meinst du damit? Ja, es gibt Schmetterlingsgräber. Schmetterlingsgräber? Was ist das? Ich wusste es nicht, ich kannte es nicht. Dann hat sie mir gesagt, dass alle halbe Jahre die Beerdigungsinstitute zusammenlegen für einen Babysarg. Also ein recht kleiner Sarg, wo alle Fehlgeburten reinkommen bis zu einer gewissen Größe und dann beerdigt werden. Als ich das erfuhr, habe ich gefragt, weißt du, kannst du rausfinden, ob denn mein Kind auch da drin ist? Und tatsächlich, es war eine gewisse Zeit, das Baby war da drin. Ja, zwar zwei Wochen ungefähr vor der Beerdigung habe ich das erfahren. Das heißt, Gott hat sich um mich gekümmert. Ich bin zur Beerdigung hin. Allerdings ist an diesem Tag wirklich alles schief gelaufen. Ich war fix und fertig mit den Nerven, hatte zwei kleine Jungs, die ganze Zeit um mich hergesprungen ist. Die Babysitterin hatte keine Zeit. Das heißt, wir mussten die Kinder mitnehmen zur Beerdigung. Es war ein ökumenischer Gottesdienst. Und dann stand ich da. Alles schön gut, wir kamen noch zu spät, da waren ganz viele Familien. Da habe ich gemerkt, wow, die alle tragen das gleiche Leid wie ich. So, aber von was soll ich mich denn verabschieden? Ich weiß nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ich saß da, nach dem Gottesdienst stand ich, habe auf die Säulen geschaut, das sind so wunderschöne Steine und ganz viele Geschenke auf dem Boden. Viele haben etwas mitgebracht und ich fing an zu weinen. Ich habe zu Gott gesagt, Herr, von was soll ich mich denn verabschieden? Und in dem Moment kam eine ältere Dame. Die
Diese Dame hat mich an der Schulter berührt und sprach zu mir und sagte, können Sie was für mich hinlegen? Es hat nichts mit ihr zu tun. Und ich so, ja klar, kann ich was für sie hinlegen. Ich schaute das, ich nahm es in die Hand, ich schaute das an. Es war ein wunderschöner, so ein kleiner Blumenstrauß. Drei rosane Rosen und ein rosaner Schmetterling war darauf. Ich schaute es an, fing an zu weinen, wollte mich bedanken, die Frau war weg. Diese Frau, als ich meinen Mann gefragt hatte, hat sie nicht gesehen. Keiner hat diese Frau gesehen. In dem Moment wusste ich, es war ein Engel. Es war ein Engel, der mir etwas gegeben hat, damit ich mich verabschieden konnte. Und weil der Strauß rosa war, mit einem rosanen Schmetterling, wusste ich instinktiv, es war mein Mädchen. Ich habe dem Kind einen Namen gegeben, Mia Magdalena. Ich durfte mich von meiner Tochter verabschieden. Und ich durfte ihr sogar ein kleines Geschenk machen. Und Gott hat aus dieser furchtbaren, kläffenden Wunde eine wunderschöne Narbe gemacht. Heute kann ich darüber reden. Und ich bin so dankbar, dass ich weiß, meine Tochter spielt jetzt mit dem Opa. Vielleicht Ball oder schwimmt. Sie ist bei Jesus, ihr geht's gut. Und so hat Jesus mich geheilt. Aus diesem Nichts, wo ich nicht mehr wusste, wie und was, konnte ich mich innerlich verabschieden. Ich konnte ihr einen Namen geben und ich weiß tief im Herzen, sie ist da. Ihr geht es gut. Und ich hoffe, dass wenn du auch so etwas erlebt hast, bitte Gott darum, dass er dir zeigt, wie er deine kläffende Wunde, wie er daraus eine wundervolle Narbe machen kann. Die Jesus verherrlicht. Warum? Weil du ihn rangelassen hast an deinen Schmerz. Es muss nicht sofort sein, aber er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist und er wird alles daran setzen, damit diese Wunde heilt. Warum? Weil du ihn darum gebeten hast. Gottes reichen Segen dir. Geht es dir gut? Wenn nicht, hast du im Moment gerade Umstände, wo du nicht weiterkommst und brauchst seelische und geistige Unterstützung? Gerne darfst du mich buchen unter gnadenworte.de. Lass uns gemeinsam zu einem Licht werden und zu einem Leib Christi mehr zusammenwachsen, in einer neuen Reife, Mündigkeit und Vollmacht, wozu uns der Vater im Himmel berufen hat. Gerne darfst du das Projekt mit unterstützen. Alle Infos findest du in der Videobeschreibung. Du darfst uns gerne auf Patreon supporten. Weitere Infos findest du unter gnadenworte.de.